Drei Leute, der Zockerbremende und Citizens und willkommen zu einem Update, zu einem zusätzlichen Bonusvideo, zu einem bereits länger erhältlichen Schiff. Und zwar geht es hierbei um eines meiner Lieblingsschiffe und zwar hier die schöne Anvil C8 Pisces, die hier in der C8 X, also der Expedition Edition steht, Version steht, Variante steht, wie auch immer. Die halt hier noch eine zusätzliche Waffen hat. Ich mag das Schiff, mochte ich von Anfang an. War auch etwas, als ich gehört habe, dass das Ding zur Carrier dazu kommt, war ich absolut hyped. Wenn man sich das Schiff hier so von innen anguckt, es ist sehr, sehr klein. Wir haben hier beidseitig zwei SCU-Frachtraum, also insgesamt vier Stück, den haben wir. Zwei zusätzliche Sitze, wo noch Leute mitkommen können und den Piloten. Also wir haben hier wirklich ein Schiff mit ein bisschen Frachtraum, mit der Option Leute mitzunehmen, was das Ding einfach zum sehr geilen Shuttle macht. Dann fliegt es sich sehr schön, ist klein, schnell und wendig. Die Rampe hier ist ein sehr geiles Ding hier. Es sieht von außen cool aus, es sieht von innen cool aus. Es ist einfach ein sehr geiles Schiff. Nun wurde uns schon im Trailer zur Intergalactic Aerospace Expo 59, oh Gott, verdammt, in 2952, ich werde das nie können, etwas angeteased, und zwar eine Variante dieses Schiffs. Da war halt bis zu diesem Punkt nur Theorien, ob das sein könnte, und ja, diese Theorien haben sich tatsächlich zu 100% bewahrheitet. Wir haben jetzt neben der normalen Anvil C8 Pisces und der C8X Pisces Expedition mit den zusätzlichen Hardpoints, was eigentlich die Expedition-Variante ist, wie im Namen schon steht, aber meiner Meinung nach auch irgendwie die Kampfvariante, weil es einfach doppelt so viele Waffen hat wie die normale. Kommt jetzt die C8R Pisces, wobei das R für Rescue steht. Hier sehen wir sie, die schöne Anvil C8 Pisces. Okay, hier steht allerdings nichts von R. Haben sie verkackt? Verkackt! Verkackt, Leute. Und die kommt hier mit einem schönen Medizinerrot daher und wie wir hier oben sogar sehen, Blaulicht. Und das hier hat es ursprünglich verraten. Ach, es steht sogar hinten dran, Pisces Rescue. Das Blaulicht hat es im Video verraten, was es sein wird oder ja, die Vermutung aufgebracht, was das hier wird. Es hat keine weiteren Hardpoints, das heißt, es ist die Standard Pisces im äußerlichen Aufbau. Guck, wir haben hier schon das Rote Kreuz. Und dann gucken wir rein. Hier sehen wir direkt, und ja, ich habe es mir noch nicht angesehen. Hier sehen wir direkt den Stil, den die Carrack im Eingangsbereich zur Krankenstation hat. Also man sieht definitiv direkt den Anvil Style Guide. Dann haben wir hier diese Türe hier, die auch ganz klar Style Guide von Anvil ist, die man in der Carrack sieht. Und dann weiter rein. Und das ist etwas, was ich mir von Anfang an auch dachte, wo ich auch von Anfang an immer gesagt habe, ich will verdammt nochmal Feldbetten haben. Denn dann könnte man zum Beispiel auf einer Seite in der normalen Pisces ein fucking Feldbett hinstellen und in der anderen hat man dann noch Frachtraum. Hier ist es halt so, das haben sie quasi gemacht hier, mehr oder weniger. Hier haben wir ein Tier-3-Bett, das heißt, es ist nur für leichte Wunden, kann nicht als Spawnpunkt verwendet werden, aber kleinere, leichtere Verletzungen können hier geheilt werden und wofür das Ding halt eigentlich ist, ist halt der Transport von Verwundeten. Und zum Beispiel auf ein richtiges medizinisches Schiff. Aktuell haben wir ja als wirklich medizinische Schiffe das hier, die Cutlass Red und die Apollo.
Das sind aber alles relativ kleine Schiffe. So ein richtiges, so eine richtige medizinische Vessel größer, so im Large-Segment, also quasi ein mobiles Krankenhaus, haben wir noch nicht. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es sowas irgendwann auch geben wird, wo dann auch die 1-Betten möglicherweise drin sein könnten. Halt wirklich so quasi Größe Carrack oder sagen wir direkt noch größer, Größe Idris. Also schon kleinere Capital-Schiffe. Die dann auch eine Möglichkeit haben, wo man mit so einem kleinen Schiff hier reinfliegen kann. Das heißt, man holt hier Patienten mit diesem Schiff hier ab und bringt die dann auf die große Wessel, also auf die Idris-Größe, wo sie dann richtig verarztet werden, auf das richtige Krankenhausschiff. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass es sowas irgendwann geben wird. Oder halt ansonsten, ich meine hier jetzt auch in Kombination mit der Carrack da hinten, die Pisces ist ja das Begleitschiff der Carrack. Das heißt, man kann die Standard-Pisces durch diese hier ersetzen und dann kann man Verwundete irgendwo aus der Höhle holen und die dann im Tier-2-Bett in der Carrack richtig verarzten, solange sie jetzt nicht tödlich verwundet sind, sondern nur, keine Ahnung, Bein gebrochen oder so. Das ist schon geil. Ich meine, wenn man sich hier so anguckt, so, es sieht richtig gemütlich aus. Es sieht wirklich aus wie so ein mobiles Krankenhauszimmer. Hier das Bett, hier drüben ein Waschbecken, ein paar medizinische, so ein Schrank für medizinische Güter, Medikamente und so weiter. Ein Abfalleimer. Secure before take off. Was ist das? Keine Ahnung, was das hier ist. Könnte aber auch irgendwas sein. Sauerstoff zusätzlicher. Dann haben wir hier, hier mal den Computer. Aber wir haben hier immer noch einen Sitz für den Arzt. Also wir haben hier effektiv den Piloten. Dann haben wir hier den Arzt, so dass der Pilot das Schiff nicht verlassen muss. Also wirklich der Pilot, der startet von wo auch immer. Zum Beispiel ist der Carrack raus, der fliegt runter zum Zielort. Der Arzt rennt raus, holt den Verwundeten, der Pilot bleibt in seinem fucking Sitz sitzen und sobald der Arzt mit dem Patienten hier ist, den Patienten festgemacht hat, setzt er sich wieder hin und der Pilot kann ganz schnell wieder wegfliegen. Also ist wirklich auch für schnelle Rein-Raus-Aktionen geeignet, was natürlich bei der Größe der Pisces, die sich ziemlich getarnt und stealthy auch bewegen kann, weil sie eben so klein ist, natürlich eine richtig geile Sache ist. Was könnte das hier wohl sein? C1, C2. Was zum Teufel ist das? Auf jeden Fall sind das irgendwelche Fächer. Okay, das sehen wir uns dann gleich draußen an. Hier drin haben wir ja nicht alle Funktionen tatsächlich, weil es ja nur ein Ausstellungsstück ist. Ja, gut. Dann würde ich sagen, war es das jetzt auch von innerhalb der Messe? Empty String? Patient Storage Cruise. Okay. Ne? Seht ihr das? Seht ihr das? Crew Storage, Patienten Storage. Also wir haben extra ein Storage für Crew und eins extra für den Patienten. Also das, was man dem abnimmt, kommt hier rein und das, was jetzt zum Beispiel der Arzt hat, wenn der zum Beispiel eine Waffe hat, legt er die hier rein. Wenn es rausgeht in der Gefahrensituation, nimmt er die Waffe hier raus, geht mit der Waffe raus. Sobald er den zurück hat, Waffe hier wieder rein. Zack. Ist schon nice. Oder potenziell halt für den Piloten. Irgendwelche extra Ausrüstung für den. Könnte auch sein. Müssen wir gucken. Ja gut, eben. Ich werde das Ding jetzt auspacken. Ich habe es ja eben gerantet. Da kommen wir uns noch draußen an. Unter anderem auch mit der Beleuchtung. Und dann gibt es auch noch ein Q&A, das ich allerdings gar nicht groß behandeln werde, weil irgendwie zwei Fragen sind irgendwie wichtig. Der Rest ist sowas von... Nee, wisst ihr was? Das nehmen wir direkt rüber. Das nehmen wir direkt jetzt mit, nämlich einfach ganz einfach. Was ist der Unterschied zu Catalyst Red? Ja, sie ist kleiner. Es ist kleinere Komponenten, kommt kleiner durch, ist weniger stark im Angriff und so weiter. Ist es ein modulares Schiff oder ist es eine Variante? Es ist eine Variante, easy, geklärt. Warships can fit, wo kann das Ding
rein. Wer, ich wiederhole diese Frage immer wieder, wer würde diese Frage stellen? Es ist eine verfickte Pisces. Sie hat das identische Äußere von sowohl der C8 als auch der C8X Pisces. Also, wer würde diese Frage stellen? Es ist absolut komplett, selbst für einen Braindead-Menschen klar, dass das Schiff genau dort reinpasst, wo auch jeder andere Pisces reinpasst. Also überall, weil es ist eines der kleinsten Schiffe im ganzen Spiel. Also, wer würde diese Frage stellen? Kein Mensch der Welt. Are there weapons and armorax on board, haben wir gerade gesehen. Also auch hier wieder, wer würde diese Frage stellen? Sobald man das Schiff einmal angesehen hat, weiß man die Antwort. Nein, es gibt keins. Also auch wieder. One of the intended purposes, medical extension, hostile situations, also in gefährlichen Situationen Leute rausholen. Wie stark ist sie im Kampf? Sie ist nicht gepanzert oder so irgendwas. Also sie ist genau gleich wie die normale Pisces. Das heißt, das Ding ist halt ihre Schnelligkeit, ihre Wendigkeit, was ihren Schutz darstellt. Das heißt, der Pilot ist eigentlich der Schutz, okay? How does the rescue compare the maneuver? So, wie sieht es mit der Manövrierbarkeit und der Geschwindigkeit im Vergleich zu den anderen Pisces aus? Interessanterweise steht hier, dass sie ein bisschen schneller ist als die anderen im Geradeausfliegen. Also sie hat wohl ein bisschen mehr Energie auf den Triebwerken. Mit anderen Worten. Oh, wann haben wir denn das hier gekriegt? Warte mal. Hat das auch die Standardvariante gekriegt jetzt? Oh, nice. Auch die Standardvariante als ein Panel. Okay, gut zu wissen. Ach, hier gibt es eine richtige Treppe hoch. Also ja, die Triebwerke dürfen eigentlich mehr oder weniger gleich sein. Sie hat also einfach mehr Power auf den Triebwerken. Okay, easy. Hat sie die Jump Seats aus der Base-Version noch? Haben wir gerade gesehen. Ja, einer ist noch drin. Also für den einen wurde, der eine wurde ersetzt für den Computer und einer ist noch drin. Wer würde diese Frage stellen? Sieht man auch instant. Wie sieht es mit der Signatur aus? Da die Signatur auf den verbauten Komponenten basiert, also im Vergleich zu den anderen Varianten, ist sie absolut identisch, weil sie hat die identischen Komponenten und sie hat auch die identische Außenhülle, das heißt auch für die direkte Sichtbarkeit, für Echolotortung und so weiter, alles identisch zu den anderen Pisces-Varianten. Gibt es noch anderes medizinisches Equipment an Bord? Da werden wir dann nachher gucken, ob diese C-Dinger vielleicht irgendwie für ein Multitool sind oder für eine erste Pistole. Das sehen wir dann gleich, wenn wir oben sind. Aber hier steht, ist eigentlich nur auf das Bett beschränkt. Wenn wir dann nachher sehen. Benutzt das Bett irgendwie Energie? Also momentan verbraucht es keine Energie. Es wird. However, it will require ship power and auto resources to operate in the future. Das heißt, momentan kannst du das Schiff im Prinzip ausmachen. Es läuft immer noch. Später muss das Schiff halt laufen, damit das Bett weiter funktional ist. Can play use the medbed als Respawn-Punkt. Wie ich eben schon gesagt habe, sind hier drei Bett, also die kleinste Stufe, die können nicht als Spawnpunkt verwendet werden. Erst ab Tier 2 und dann auch Tier 1 haben diese Option. Und Tier 3 hat auch keine Option für, ja, eben entsprechend für sich zu verorten, weil das ist direkt mit dem Respawn verbunden. Hat es irgendwie spezielle Features? Evade Incoming Defensive Fire from Ground Positions, also Boden-Luft-Raketen, nein, nicht spezifisches, hat genau dasselbe wie die normalen Pisces auch, weil es ist einfach eine Pisces, bei der das Innenleben etwas verändert wurde. Das Äußere ist exakt identisch zur Standard-Pisces, naja, außer die Farbe und das Licht. As it can be difficult to respond to be a medical beacon on the dark side of the moon or planet, could tell us more about the headlights, also hat es mehr Licht oder anderes Licht? Nein, es hat genau dieselben Lichter wie auch die Pisces. Also die andere Pisces-Variante, also sprich Frontlicht.
hat es Landelichter, die vom Piloten gesteuert werden können, also das, was die Corsair als bisher einziges Schiff hat. Nein, hat es nicht. Ist alles gleich wie bei der normalen Pisces. Are there any flashy blinky lights or sirens as you would expect on an ambulance? Yes, hat es. Comes with a pair of flashy blinking lights to make your presence known. Also im Prinzip ist nicht eine einzige verfickte Frage, die hier gestellt wurde, irgendwie von Bedeutung. Und die hier finde ich immer noch die absolut bescheuertste. Es ist immer noch eine Pisces. Wer bei CHG kam wieder mal auf die großartige Idee, sich zu denken, dass irgendjemand sich die Frage stellen würde, ob eine Pisces irgendwo anders landen kann als eine andere Pisces? Ich gebe es auf mit CHG. Also ich weiß nicht, CHG besteht aus so genialen Leuten, ja? Die kriegen so eine Scheiße hier hin, ja? So geniale Schiffe, vom Design her, von der Funktionalitäten her. Das Spiel wird so unglaublich geil, wenn es irgendwann mal fertig ist. Aber dann denken die sich, dass die Spielerschaft so dumm ist und solche Fragen stellen würde. Hallo? Naja, was auch immer. Ich werde jetzt hier deep in space gehen mit dem Schiffchen und dann werden wir hier gleich noch ein paar weitere Details dort sehen. Also, bis gleich. So, da wären wir in der C8R Rescue Pisces, in dem Pisces Rescue. Und wir sehen hier direkt mal Licht an und wiu, 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 wiu. Naja, also... hier unten haben wir auch noch ein bisschen. Okay, wollte schon sagen, es ist ein bisschen sehr unauffällig. Aber wenn es unten auch noch was hat, alles klar. Es ist trotzdem sehr dezent gehalten, muss ich zugeben. Ich, wenn ich überlege, so die Cutlass, die, vor allem die Cutlass Blue, die hat hier an den Seiten der Scheibe, hat die noch Licht da, hinten an der Heckklappe hat die noch Licht da und alles mögliche. Die hier oben auf dem Dach ein bisschen was und hier unten ein bisschen was, dass man je nach Winkel nicht mal richtig sieht. Also, naja. Dann Standardbewaffnung. Zweimal Size-1-Waffen natürlich. Das war es eigentlich auch schon, was Äußerliche angeht. Dann gucken wir doch mal. Also, was haben wir hier genau? Das sehe ich schon mal nicht. So, ich habe mich allerdings ein bisschen vorbereitet. Und habe hier noch was mehr mitgenommen. Da, du, da. So. Okay, Healing Pistol ist es auch nicht. Wofür ist das da hier wohl? Also das wäre doch mal was gewesen, was CHG gerne im Q&A hätte beantworten können, was diese beiden Dinger hier sind. Und nicht die Frage, ob, wo das Ding alles reinpasst. Ah, aber das sieht cool aus. Das sehe ich auch jetzt erst. Das Licht hier oben ist echt cool. Ultraviolette Desinfektionsmittel, also antibakterielles Ding. Sieht schon nice aus hier, muss man einfach zugeben. Alles klar, wir kriegen einfach direkt mal ein bisschen was mitgeliefert. Wir haben hier direkt Wasser mitgeliefert, wir haben ein paar Pens mitgeliefert. Alles klar, nice. Ein Riegel haben wir auch noch mitgeliefert, ein paar. Okay, cool, cool. Grabben wir mal den... Ich wollte nicht den Riegel grabben. Ach, die Pens hier, die funktionieren gar nicht. Alles klar. Die bangen rein. Na, dann nehmen wir halt hier raus. Ah, ne, wir sehen hier direkt, wofür das Ding so ein bisschen gedacht ist hier. Ach, das sind Flares, glaube ich. Das da hier müssen Flares sein.
Activate. Yes, das sind Flares. So, dann grabben wir das hier mal. Und gucken, ob du hier reingehst. Sieht nicht so aus. Also ich check überhaupt nicht, wofür die Dinger sind. Absolut nicht. Hey, place. Okay, geduckt funktioniert das nicht so richtig. Na, egal, lege ich einfach so da rein. Zip. Verdammt. So. Rein da. Aber es sieht schon cool aus hier, muss man einfach sagen. Mach hier mal die Tür zu. Wir wollen hier keine Dekomprimierung. Das muss man hier eigentlich verschließen können noch. Verriegeln. Das fehlt offensichtlich noch, weil irgendwie müsste man das hier definitiv noch verriegeln können. Einfach damit hier nicht einer plötzlich hier eine Dekomprimierung in einem Krankenhaus, also in einem Krankenzimmer verursacht. Aber ich schätze mal, sowas kommt noch irgendwann. Ich meine, wir haben hier mehrere Knöpfe. Irgendeiner von den Knöpfen wird dann irgendwann wahrscheinlich die Verriegelung darstellen. Ja, also muss sagen, echt cooles Ding hier. Und ich für meinen Teil werde es mir auf jeden Fall holen. Ich bin nicht so der Freund von ärztlichen Dingen. Ich bin nicht so der Supporter. Deswegen ist für mich eine Cutlass Red oder sogar eine Apollo einfach nichts. Aber das hier, Pisces, sehr kleines Ding, sehr leicht nutzbar. Also das Ding hier ist wirklich als Pisces, oder ich muss anders sagen, in der Größe ein Notfall-Sanitäterschiff zu haben irgendwo, ist sicherlich nie verkehrt. Einfach damit du wirklich nur im Notfall was hast. Und die Pisces ist klein, die ist günstig, da kannst du einfach auf alles scheißen, bin ich ehrlich. Außerdem, na, passt sie überall rein, wo du irgendwas reinstellen kannst. Und je nachdem, zum Beispiel in eine Odyssey oder vielleicht auch in der Bano Merchantman, würden sogar mehrere davon passen. Beziehungsweise vielleicht würde eine Pisces noch neben der Arrow passen. Es hieß ja mal, irgendwelche Leute haben es ja mal ausgerechnet, dass in die Odyssey 3 Arrows passen würden, wegen der Pizzaform. 2 stellt man parallel und eine stellt man in die Kuhle rein, die die anderen 2 verursachen. Auch hier haben wir so ein bisschen eine Pizzaform, ganz leicht. Also wenn wir jetzt hier, wenn wir die so hinstellen und dann rechts und links ihr entgegengestellt jeweils eine Arrow, könnte funktionieren. Könnte funktionieren und das ist natürlich eine richtig geile Sache. Also jeder, der sie, beziehungsweise muss jedem, der sich für den Notfall einen Krankenwagen wünscht, also wirklich so ein Notfallsanitäter-Ding, dem kann ich das Teil hier echt nur empfehlen. Wie gesagt, die Pisces ist nicht teuer. Was kostet die? $45? 40? Irgendwie sowas. Gehört zu den kleinsten und günstigsten Schiffen im ganzen Spiel. Ist dabei sehr vielseitig. Ich meine, hallo. Ich habe ja schon bei der Update-Video zur Cutlass, wo ich Cutlass Red nochmal angeschaut habe, habe ich ja schon gesagt, dass die zusätzlichen Betten potenziell wahrscheinlich für Ärzte sind. 2 Ärzte für 2 Betten. Und hier haben wir eigentlich genau dasselbe. Ein Bett, ein Arzt. Also die Pisces ist wirklich quasi nochmal die Halbierung der Cutlass Red. Und in den Job macht sie perfekt. Gut. Ich kann an der Stelle natürlich nochmal ganz kurz, einfach nur um das zu zeigen. Hier könnte ich jetzt hier jemanden verarzten, dann hier Regeneration. Zack, wie wir hier sehen. Wir haben hier ein Tier 3 Bett.
Und this medical facility does not currently support regeneration. Also, wir können uns hier effektiv nicht verorten. Aber was wir natürlich können, und das können wir jetzt auch nochmal ganz kurz angucken. Haben wir natürlich noch gar nicht gemacht. Die Drogenpäckchen müssen wir uns alle verpassen können. Also hier, das hier geht auch hier nicht. Dann kommen wir aber hier, Medical Care, dann Treatment, Medication und hier können wir uns jetzt einen Drogencocktail pumpen, wenn wir wollen. Na, also, seht schon. Also das Ding hat vor allem eben diesen Effekt auch. Entweder, also die Hauptaufgabe dieses Schiffs ist meiner Meinung nach wirklich, man holt einen Patienten irgendwo ab und bringt den irgendwo anders hin, auf ein Schiff, das dann wirklich zum Verarzen da ist. Das andere ist natürlich, dass man hier eben Medikation geben kann, weil für mehr ist das Tier 3 meiner Meinung nach nicht wirklich geeignet. Eine Tier 3 Wunde hast du fast nie. Du hast sofort eine Tier 2 Wunde. Vielleicht passt das irgendwann nochmal ein bisschen an, damit es ein bisschen besser wird, aber aktuell ist es einfach so. Das Tier 1 Bett hast du ansonsten halt wirklich eben nur für den Transport eines Verwundeten oder eben für eine Medikation, damit, keine Ahnung, die Schmerzen nachlassen, damit das sich mit dafür den Moment wieder handlungsfähig ist und so weiter. Kampffähig und ähnliches ist halt wirklich nur ein Notfallsanitäter hier und kein Krankenwagen mit. Ja, das ist eigentlich ganz guter Vergleich. Notfallsanitäter, die haben ja meistens nicht mal ein Bett, die haben nur den Schiebekarren, wo man jemanden reinlegen kann. Also quasi das. Also es ist quasi wirklich der Notfallsanitäter und das war es mehr nicht. Diese Aufgabe wird es sicherlich sehr gut erledigen und dafür werde ich mir das Ding auch auf jeden Fall holen. Ich weiß auch nicht wann. Muss ich gucken. Ich bin momentan gerade sehr, sehr, sehr knapp bei Kasse. Aber ich werde es mir auf jeden Fall holen. Und ja, wie gesagt, jedem, der einen ähnlichen Grundgedanken hat wie ich, der jetzt nicht komplett nur Solo-Play machen will, dem kann ich wirklich auch empfehlen, sich so ein Ding zu holen oder irgendeinen Kumpel, irgendjemanden in der Gruppierung, wenn es jetzt nichts Großes ist, wo einer sowieso ein richtiges Ärzteschiff hat, dass irgendeiner auf so ein Schiff hat für den Notfall. Kann ich absolut nur empfehlen. Gut, damit verabschiede ich mich von diesem Video. Wir sehen uns im nächsten wieder. Bis denne. Und tschö mit Ö.